Hallöchen Leute und willkommen zu Breath of Fire 3 in dieser unbekannten Stadt über dem Meer. Ah ne, bei dem haben wir uns ja jetzt gerade ausgeruht. Ja. Ihr wisst, ich mache ja nur wöchentlich hier so eine Folge. Ich habe auch schon vergessen, wie die Stadt hier überhaupt hieß. Puh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollten wir die ja erkunden. Wir sind übers Meer gefahren und wollten sie erkunden. Ihr seid rübergekommen, um nach Gott zu suchen? Ich wüsste gar nichts darüber. Tja, das waren Infos vom Feinsten. Und während ich diese Stadt hier erkunde, ich habe schon viele Fragen von euch bekommen. Die werde ich auch beantworten, sobald ich hier auf die Idee komme, was ich jetzt eigentlich tue. Ja, weiter hier rumgehen. Ah, da hinten geht's, glaube ich, weiter. Okay. Wir nennen diese Stadt Kobinat. Ich habe gehört, da ist nichts als Müll und Wüste um uns herum. Na, super. Ist super. Toll. Das ist, wo wir unseren Maschinenschrott bekommen. Wo es herkommt? Keine Ahnung. Oh, super. Bloß nicht hinterfragen, wo man das ganze Zeug bekommt, ne? Gar nicht. Ihr seid nicht von hier, oder? Ja, wie konntest du das denn beobachten? Wie konntest du das nur beobachten? Na gut, ich glaube, wir gehen dann einfach und schauen mal. All diese Leute auf dieser Seite. Sie sind wie Zombies oder so etwas. Überhaupt kein Funken in ihnen. Sie sind wie Maschinen. Als ob das nicht alles übertrifft. Was wird denn wohl als nächstes passieren, hä? Hast du Angst? Hä? Wer? Ich? Ich bin hier, um genau das zu sein. Ich hätte einfach auf der anderen Seite bleiben können, verstehst du? Ich war glücklich, einfach so ein Typ zu sein, ne? Highwayman, was auch immer. Okay, also, vielleicht bin ich ein bisschen nervös. Wer hätte gedacht, dass wir an einem Ort kommen, wo niemand anderes gegangen ist, nach Gott zu suchen. Und was ist mit diesem Brutzeug überhaupt los? Wow, das war krank. Die ausgestorbene Brut, der Gott von der Urkans. Wir suchen nach der Antwort für das Mysterium, das die Welt verändern könnte. Während Pecco weiter schläft. Adieu, adieu. Wenn ich in Windia geblieben wäre, dann hätte ich niemals von dem hier erfahren. What the hell? Die auch? Aber ich muss gerade. Achso, aber jeder im Schloss, die Diener und meine Mutter scheinen sehr besorgt um mich zu sein. Aber hier zu sein ist doch viel besser als eine Prinzessin zu sein, nicht wahr? Badum. Vielleicht. Ich bin einfach nur egoistisch. Das Wichtigste für dich ist das, was du möchtest. Jeder spricht mit sich selbst auf einmal. Ich denke gerade darüber nach, dass es unglaublich wäre herauszufinden, woher all diese Maschinen, die wir benutzen, kommen.
What the hell? Sie auch. Ich frage mich, was mein Vater sagen würde, wenn er hier wäre. Jeder Ingenieur träumt davon, das Mysterium der Maschinen zu lösen. Und ich werde mein Bestes geben, das zu tun. Und zu sehen, dass ich es bin, der dieses Puzzle löst. Das wird jetzt aber langsam echt krank. Wir haben nicht viel von hier aus zu gehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Kraft, die Deis uns gegeben hat, uns den Weg zeigen wird. Mein Gott, immer diese Unterbrechungen, das ist so nervig. Morgen ist wieder ein großer Tag, nicht wahr, Benny? Ja. Darf ich nicht mit meinem Ich reden? Traurig. Ich hätte doch so gerne Selbstgespräche geführt. Och, Manno. Ba-ba-ba. The Lost Shore. Okay. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, hier komme ich sowieso nicht durch. Ich wollte schon sagen, jetzt geht's hier kreuz und quer. Immer schön gucken. Vielleicht gibt's ja irgendwo ein Fragezeichen, das mich interessiert. Scheiße, bei meinen Feen war ich ja lange nicht mehr. Puh. Gut. Dann klären wir schon mal ein paar Fragen, damit sich das nicht alles staut. Also, wenn Dragon's Dogma 2 rauskommen würde, würdest du es let's playen? Wie ihr euch alle vielleicht erinnert, war ich nicht sehr begeistert von Dragon's Dogma. Dragon's Dogma war so, Anfang ist cool und das Ende ist cool. Mittendrin, was der Hauptteil ist, ist scheiß langweilig. Und ja, aus diesem Grund würde ich sagen, nein, ich würde das garantiert nicht let's playen. Es sei denn, die haben grundlegend alles verändert. Dorfgröße wurde vergrößert und Kultur wurde vergrößert. Hilf uns, großer Führer! Du hast uns schon lange nicht mehr befehligt! Ja, ich hab Tipps bekommen, aber ich hab keine Ahnung mehr. Du sollst aufhören. So, jetzt will ich das 2 jagen gehen. Damit wir Futter kriegen, damit wir hier mal neue Feen bekommen. Das kann doch echt nicht sein. Sell Products. Noch keine Ahnung. Was kann man hier? Oh mein Gott. Da können wir ein Innen reinbauen. Das wäre auch nicht schlecht. Und ja, komm, du tust noch ein bisschen... Nee, du brauchst keine Kultur. Du tust jetzt ein paar Jobs. So, okay. Dann wäre das erledigt. Mehr habt ihr eh nicht drauf. So, jetzt geht ihr jagen und hoffentlich bringt ihr mir ein paar neue Feensoldaten. Das gibt's doch nicht. Okay. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier ein bisschen. Steel Grave. Das Stahlgrab. Okay. Dann gibt's ein paar Fragen speziell für mich über Fairy Tail. Ist ja mein Zweitlieblingsanime. Oh mein Gott, ich sehe schon, das wird ganz viel Rumsucherei sein. Und zwar, was meine Lieblingsgilde sei. Also das dürfte ganz klar sein. Das ist Fairy Tail. Keine andere Gilde mag ich so sehr wie diese. Ja. Beantwortet es auch schon. Fairy Tail ist einfach so ein bunter Haufen, der ist einfach mega geil. Och, wir kriegen kaum Schaden. Wir machen Schaden. Passt also. Und welche Figur ich am meisten mag? An sich alle Dragon Slayer. Obwohl, jetzt sind ja 2 neue Dragon Slayer im Anime vorgekommen. Die hasse ich total. Also Natsu auf jeden Fall finde ich geil. Erza ist auch cool. Ja, Erza ist auch mega, mega cool. Oh mein Gott, hier gibt's viel zu suchen. Ja, das sind eigentlich die beiden Figuren, die ich am meisten mag. Und Happy natürlich. Happy ist auch toll. Und welche Magie ich am meisten mag? Ja, ist natürlich die Dragon Slayer Magie.
Die Magie, die von Drachen gelehrt wird, ist ja wohl ganz klar. Also, alles andere hätte euch wahrscheinlich überrascht. Oh, ich bin blind. Hat trotzdem getroffen. Und Gar steigt gleich auf. So, jetzt sind wir aber... Sind wir immer noch blind? Na, glaub nicht, nein. Ja, lass uns mal gucken. Oh mein Gott, hier gibt's aber... Oh nein, Leute. Hier gibt es zu viel zu erkunden, ganz ehrlich. Da krieg ich wieder eine Krise. Und hier ist mal gar nichts. Das da sieht verdächtig aus, aber... Kann ich nichts mit anfangen. Na gut. Benny, was ist aus deiner Sicht dein bestes Let's Play? Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich habe viele gute Let's Plays eigentlich. Pokémon Mystery Dungeon ist zum Beispiel mega beliebt. Aber ob das mein absolutes Lieblings-Let's Play ist? Ah, es ist super. Aber ich glaube, ja, ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich habe an sich fast alle meine Let's Plays hier. Und da sind natürlich schon welche, die etwas schlechter sind, aus meiner Sicht. Aber am besten finde ich eigentlich Phoenix Wright. Phoenix Wright hat andauernd mega Spannung. Ich liebe es zu synchronisieren. Witzige Situationen erleben. Was will man mehr? Also, das würde ich sagen, ist mein bestes Let's Play. Auch wenn Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel, sehr, sehr, sehr nah rankommt. Wow, was ist denn hier passiert? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was ist hier passiert? Plötzlich hat einer ganz wenig HP. Ich habe wenig HP. What the hell? What the hell? So, dann schlagen wir nochmal zusammen. Okay. Dann haben wir das geklärt. Ja, Gar ist jetzt aufgestiegen. Und ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Und ich brauche eine Karte hiervon. Ich meine, what the hell? Wo geht's hier weiter? Und was mache ich hier überhaupt? UV-Glas. Ich habe UV-Glas gefunden. What the fuck? Ja, was mache ich denn damit? Schützt es mich vor Blindheit? Würde Sinn machen, tatsächlich. Mach Verteidigung gegen Blindheit. Nicht schlecht. Wer kann das denn tragen? Bitteschön. Ist genauso stark wie ein Platinum-Helm. Stell dir vor, so ein UV-Glas ist genauso stark wie Platinum-Helm. Ja, warum nicht? Machen wir das mal. Platinum. Oh. Na gut. Habe ich nichts gegen. Gegen Blindheit geschützt zu sein, ist gut. Finde ich gut. Benny, wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Also Benny Bunny 5. Die Geschichte habe ich eigentlich schon so oft erzählt. Die ist auch nicht besonders spannend. Als ich als kleines Kind das Internet entdeckte, bin ich schon in die Situation gekommen, mir einen Spitznamen auszusuchen. Und irgendwann kam einfach meine Schwester rein und brüllte einfach nur Benny Bunny. Und ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, das zu übernehmen. Ich war einfach total begeistert. Vielleicht, sie selbst sagt, es ist nicht von Alice in Wonderland abgeleitet, den Hasen da, Benny Bunny. Und das zeigt ja auch nicht mein Name an. Also als Kind hatte ich sowieso keine Ahnung von Englisch. Ich habe es halt wortwörtlich übernommen und das A mitgenommen. Und die Tür scheint kaputt. Könnte vielleicht Momo aufsprengen, aber ich habe keine Lust, sie jetzt holen zu müssen. Das wäre scheiße. Ja, und es gab dann halt einen YouTube-Kanal namens Benny Bunny. Aber den habe ich geschlossen aus diversen Gründen. Und deswegen bin ich jetzt hier bei Benny Bunny 5. 5, keine Ahnung, wie ich auch ausgerechnet auf die 5 gekommen bin. Vielleicht sollte das irgendwie implizieren mit 5 Sterne. Damals gab es ja noch das Sternesystem. Aber so ist das jetzt halt. Wirst du einen Teil der Ace Attorney-Reihe blind Let's Playen? Ganz schwierig, weil, also ich habe alle Ace Attorney-Reihe gespielt, außer Ace Attorney Investigations 2, das habe ich noch nicht Let's Played. Gibt's aber auch noch nicht irgendwie auf Deutsch oder Englisch. Wird gerade Fan übersetzt, weil das Spiel nicht außerhalb von Japan gekommen ist. Und ja, was würde sonst... Was noch hinzukommt für den 3DS nächstes Jahr, kommt
Phoenix Wright Ace Attorney 5. Oh nein. Nicht gut. Das sind Leute, die verteidigen und dann Rückschlag machen. Die verteidigen sich nur. Oh, Wall of Fire. Okay, aber mit Gar kommen wir durch. Aber das könnte auch blind werden, wenn ich die Technik dazu habe, 3DS-Games aufzunehmen. Weil ohne das wird das ganz, ganz schwierig sein. Aber ja, das wäre die einzigen Blind-Let's Plays praktisch, weil alle anderen habe ich schon gespielt. So, jetzt habe ich die alle erledigt. Das gibt nur 200 EP. Echt traurig. Und ich suche nach einem Ausgang. Ich suche nach einem Ausgang. Ja, immer wieder die Erinnerung halt. Ihr könnt mir immer wieder Fragen stellen. Damit ich auch hier was zum Erzählen habe. Hier geht's wieder raus. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Na? Ich muss nachdenken. Ich habe jetzt momentan leider nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, deswegen muss ich den Part hier beenden. Vielleicht kann mir jemand aber einen Tipp geben, wo es hier weitergeht, damit ich halt im nächsten Part nicht so lang suchen muss. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit spannenden Fragen und vielleicht sogar ein paar Neuigkeiten. Bis dann.